Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein vermeintliches Geheimabkommen zwischen Deutschland und Frankreich zur Rüstungskooperation steht zur Debatte. Wir wissen nicht genau, was drinsteht. Tatsache ist, ein Abkommen liegt nach dem Presseberichten nicht vor, sondern ein Schriftwechsel zwischen Élysée-Palast und Kanzleramt über Grundzüge möglicher zukünftiger Rüstungszusammenarbeit. Und ich will mal für die SPD-Fraktion festhalten, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass das Kanzleramt oder das federführende Wirtschaftsministerium dem Parlament in geeigneter Form diese Informationen zur Verfügung stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Man muss bloß festhalten, es gibt kein Abkommen, sondern es gibt Regierungsabsprachen, wie man dieses Thema weiter behandelt. Also ich glaube, da muss man auch keine Skandalisierung drumherum betreiben. In der Sache ist für die SPD-Fraktion völlig klar, der Koalitionsvertrag ist die Richtschnur für das Handeln Deutschlands beim Rüstungsexport. Und da gibt es drei Punkte, die uns wichtig sind und die die SPD auch in diesem Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Erster Punkt, keine Kleinwaffenexporte in Drittstaaten. Und da würde ich mal sagen, wenn man die letzten Statistiken anschaut, klappt doch schon ganz gut. Es ist gut, dass wir das erreicht haben, dass diese Kleinwaffenexporte in Drittstaaten quasi nicht mehr existieren. So ist es richtig. Zweitens, die Jemen-Klausel gilt. Das ist ja stadtbekannt und in den Medien ausgebreitet. Und drittens haben wir vereinbart, Schärfung der Rüstungsexportrichtlinien. Und da will ich schon mal für die SPD-Fraktion festhalten, wir erwarten schon, bevor man in die Weite der europäischen Zusammenarbeit geht, dass man erst mal die Hausaufgaben in Berlin macht und dass wir jetzt endlich vom Wirtschaftsministerium, das federführend in der Sache ist, Antwort darauf bekommen, wie wir diese Schärfung der Rüstungsexportrichtlinien durchsetzen wollen. Und ich appelliere auch an die Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU, dass wir diese Überarbeitung der Rüstungsexportrichtlinien ernst nehmen und endlich auch zu einem Ergebnis führen. Und diese Rüstungsexportrichtlinien sind dann selbstverständlich Ausgangspunkt für die Verständigung mit europäischen Partnern. Auch das haben wir übrigens im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir eine Verständigung mit den europäischen Partnern haben wollen. Und auch da gilt, man sollte nicht zu schnell Kompromisse schließen, sondern erst mal sagen, was man selber will, wohl wissend, dass in Gesprächen man dann zu einer Verständigung kommen muss. Aber ich will noch mal für die SPD sagen, Ausgangspunkt sind die nationalen Rüstungsexportrichtlinien. Und vorschnelle Kompromisse wird es nicht geben, sondern wir werden das entlang unserer Vorstellung mit den europäischen Partnern besprechen. Wenn ich dann für diese europäische Verständigung vielleicht noch drei Anmerkungen machen will, weil ich mir auch ein bisschen Sorgen mache, manchmal über manche Tonlage in der Debatte. Frau Dadelen, wenn Sie der CDU quasi kriminelle Mentalität unterstellen bei dem Thema Waffenexporte, finde ich das nicht angemessen. Ich halte das für nicht angemessen. Und ich will sagen, das ist meine erste Anmerkung, ja, wir haben deutsche Vorstellungen, strenge Vorstellungen. Wenn man die Rüstungsexportrichtlinien nebeneinander legt in Europa, dann sind sicher die in Deutschland recht streng. Aber wir sollten auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr in einen moralischen Überlegenheitsgestus reingehen in den Debatten mit den europäischen Partnern. Ich will mal auf eins hinweisen. Wenn wir den Franzosen erklären, weshalb wir U-Boote nach Israel geliefert haben, mit guten Gründen will ich ausdrücklich festhalten, dann sind die Franzosen da etwas vorsichtiger in dieser Frage. Also insofern ist es immer, wir kommen von unterschiedlichen Traditionen. Wir haben unsere Vorstellung, andere haben ihre Vorstellung, da werden wir ringen. Aber ein bisschen Vorsicht bei den Gesprächen, wenn wir wirklich zu einer europäischen Verständigung kommen wollen. Das Zweite, was ich anmerken will, auch das macht mir ein bisschen Sorge. Deutschland braucht für europäische Verständigung seine Partner. Wir können es ja nicht alleine machen. Ja, das ist doch völlig klar. Aber es gilt für alle Themen. Es gilt nicht nur für das Thema Rüstungsexporte, wo Kollege Pfeiffer das so wild und forsch vorgetragen hat. Es gilt natürlich auch für das Thema Eurobudget. Wir wissen, was die Euro-Rettungspolitik für einen Eindruck bei manchen europäischen Partnern hinterlassen hat. Das gilt für energiepolitische Fragen. Also wenn wir das ernst meinen, mit europäischen Partnern zu gemeinsamen Regeln und Verständigungen zu kommen, dann muss uns auch gerade als deutsche Politiker immer bewusst sein, jawohl, wir brauchen diese europäischen Partner. Und die dritte Anmerkung, die ich zum Schluss machen will, ist eine,
über das müssen wir auch mit den europäischen Partnern reden, wir haben einen Aufwuchs von nationaler Rüstungsindustrie in vielen, vielen Ländern auf allen Kontinenten, in der Türkei, in Südafrika, in Lateinamerika. Und das sollte uns auch mit Sorge erfüllen, weil da helfen die besten Rüstungsexportregeln in Europa nicht, wenn dann diese Rüstungsgüter in eigenständigen nationalen Industrien hergestellt werden und dann Konflikte anheizen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kollegin Dr. Franziska Brandner hat das Wort für Bündnis 90 Grünen.